Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Ihr seht, nach dem Tätowieren, meine Hand ist relativ in Mitleidenschaft gezogen. Ihr seht, wie dick die ist. Ich kann nämlich mal die da neben halten. Ja, da könnt ihr das ja sehen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe hier einen jetzt liegen. Und ja, wollte mal wieder an Odin was shoppen machen. Was haben wir hier? Das ist nicht Spaß, kostet. Und jetzt muss ich mal gucken, wie wir das hier ausgepackt kriegen. Ich denke mal, bald wird die Hand dann auch wieder abgeschwollen sein, dann kann ich wieder richtig Videos machen. Ach, fuck. So. Da haben wir das. Hugin und Munin, Flügel der Freiheit, habe ich mir da bestellt. Einmal T-Shirt. Könnt ihr das sehen? Da steht Hugin und Munin und da unten drunter steht Flügel der Freiheit und da sind die beiden Raben. Habe ich mir auch in der L bestellt. Weil ich ja auch ermutigt werden will zum Abnehmen und wegen XL habe, werdet ihr auch blöd, denn wenn ich dünner bin, dann würde das lapprig hängen. Ich werde auch denn, sobald ich mich wieder richtig bewegen kann, werde ich euch das auch noch vernünftig zeigen. Oder, ach, scheiße, ja, machen wir jetzt schon. Ich werde euch das auch unten drunter verlinken. Ich weiß nicht, wann ich dazu komme, dieses Video zu bearbeiten. Ich habe es mir bei Amazon gekauft. Für, glaube, 17,99 oder so. Ich habe mir mehrere T-Shirts bestellt. Ich warte auf noch die anderen. Die sind noch nicht da. Dann, ach, daher habe ich die Preise nicht im Kopf. Eins hat 19,99 gekostet, 16,99. Das hat gekostet 16,99 plus 1,50 Euro Versand bin ich bei 18,49 Euro. Und steht nur Bestellnummer. Amazon, Feedback, würden wir uns freuen. Ja, Einkauf bei Bettenpack Shop. Amazon.de. Bettenpack Shop. Haben wir, glaube ich, auch einen Aufkleber drauf gemacht. Hier kann ich, ja doch, kann ich euch mal eine Kamera halten, dann könnt ihr das sehen. Ja. Oh. Wenn ich so schwitze, das ist wegen Schmerzen, das ist jetzt nicht wegen was anderem, das ist wegen... Boah. So. Dann haben wir hier noch was Schwereres. Ja, das wird jetzt ein bisschen, warte mal, ich mach mal runter. Ach, dann könnt ihr sehen, wie ich das hier versuche aufzukriegen. Ach, geht doch total toll. Oh, da muss ich aufpassen. Bei meinem Glück haue ich mir das denn wieder irgendwo rein. Krankenhaus lässt grüßen. Ich soll ja die Hand ruhig halten und nicht bewegen, aber kann sie auch nicht wirklich bewegen, weil es sind einfach nur Schmerzen. Ich kann, die Finger kann ich bewegen. Soll ich nicht, aber kann ich. Aber mehr auch nicht. Meine Tochter muss mir ja schon Stullen schmieren. Weil ich jetzt nicht alleine Backen kriege, hier Stullen zu schmieren. Ja, weil ich kann mit rechts nichts mehr machen. Und mit links, ich bin kein Linkshänder. So. Was haben wir denn hier Schöne drinnen? Ach, gucke an. So. Da haben wir einmal, das hatte ich ja schon mal im Video gemacht. Ich hatte so eine Beule drinnen. Meine Kaktusfeige. 1:80 unten steht Kaktusfeige, weil das ist schon bei mir wieder fast leer und deswegen brauche ich auf immer Kaktusfeige auf jeden Fall auf Reserve. Habe ich mir einmal bestellt. Da werde ich auch noch, habe ich auch noch bestellt, so eine Dosierung, so eine Dosierhilfe, das werde ich euch auch im Video machen. Ich wollte eigentlich noch andere testen, aber da mein Kaktusfeige alle war oder kurz vor alle ist, habe ich gedacht, wichtiger ist, wenn, dass ich meine Kaktusfeige wieder habe. So, dann haben wir hier zweimal Tattoosalbe. Oh, fuck. Oh,
Achso, da ist ja wieder was. Achso, da ist Dings davor, kann man ja nicht sehen. Die riecht so ein bisschen nach Kokosnuss. Ah, fuck. Husten, Hustel, Hustle Butter Deluxe. OOP Pflege Tattoo Creme. Neu. Kann ich euch auch... Wo ist der da? Hustelbutter. Hustlebutter. Hustlebutter. Habe ich von meinem Bruder gekriegt für meine Raben. Da ich ja keine... Also die Tattoo-Creme, die ich mir geholt hatte, die Pegasus-Tattoo-Creme aus der Apotheke nicht vertragen habe, das hat gebrannt und so, hatte ich einmal von meinem Bruder gekriegt. Die ist auch noch ein bisschen was drin, aber weil ich ja was auf Reserve brauche, habe ich zweimal bestellt. Einmal für meinen Bruder, die kriegt er wieder, für die, die er mir gegeben hat, und einmal für mich. So, das war das. So, und dann haben wir hier noch. Ach, Gottes Willen. So. Oh. Oh. Ich wollte eigentlich auch noch so die Legavo-Sachen-Videos machen, aber mit denen hantiert das echt scheiße. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen meine Hand wieder bewegen kann, dass ich da weitermachen kann. Oh, fuck. So. Davon kriege ich nämlich ein bisschen was meine Mama. So, und zwar, ich werde das mal rausholen, dann kann ich euch das genau zeigen. Das ist DLAN, also Internet über Steckdose. 1 Gigabit, hier so ein Zweier-Set mit 1 Gigabit. Und dann nochmal ein Zweier-Set. Ne, wo ist denn das andere? Das ist ja doch, oder? Also das hat hier auch Steckdose, dass man die Steckdose nicht verliert. Und das hier auch 1 Gigabit Powerline. Das ist aber ohne Steckdose. Also das macht man dann drin und da geht einem die Steckdose verloren sozusagen. Das sind im Prinzip die gleichen, bloß dass das einmal mit Steckdose, ohne Steckdose und immer mit Steckdose ist. Also dass ihr noch einen Stecker benutzen könnt. Und das ist das AV200 Wi-Fi. 300 Mbits Wi-Fi. So, will ich euch mal so zeigen. Das hat so ja WLAN. Die haben die anderen auch WLAN? Weiß ich jetzt ja nicht so genau, ob die auch WLAN haben. Ich glaube nicht. Und das ist praktisch, da könnt ihr euer... Ja, der ist für die normalen, für die, die jetzt keine Gigabit-Leitung haben und ihr Internet weiterleiten wollen, so viel wie meine Mutter jetzt zum Beispiel. Und da kannst du dann auch den Wi-Fi, weil der hat auch den Wi-Fi. Ja, also, ja, also WLAN und so, da kann die dann praktisch oben in ihrem Zimmer auch WLAN haben, weil der Router ist unten bei meinen Eltern. Aber, oh Gott, mein Alter raucht zu viel und deswegen hat Mutter oben ihr extra Wohnzimmer, weil die, ihr auf den Sack geht, die ständige Raucherei. Und ja, oben unten ist der PC und jetzt kann sie praktisch den PC auch hochholen, beziehungsweise hätte oben vernünftig WLAN, weil ihr Handy hat oben auch nicht wirklich WLAN-Empfang, weil das ein paar dicke Wände dazwischen sind. Scheißegal, mach mal so. Da sind ein paar dicke Wände halt dazwischen und da kriegt die halt oben kein vernünftiges WLAN-Signal und das kann die jetzt mit ihrem Handy dann auch oben WLAN haben, auf ihr Deutsch. So, machen wir das so, machen wir das so und das so, geht auch nicht, scheiße, wieso geht das nicht? Dann muss das so gehen, so. Ich hab das doch rausgeholt, so, wieso kriege ich das wieder so nicht rein? Ja, geht halbwegs, oder auch nicht, machen wir so, scheiße, ja. So, das ist, ey, mit einer Hand, man ist so aufgeschmissen, das sind jetzt, 3 Pakete gewesen, jetzt kommt noch, einiges kommt noch, das werde ich dann in den nächsten Videos machen. Oder ich hoffe, dass es dann Montag alles eintrudelt.
Ich habe noch zwei andere T-Shirts bestellt, denn die Dosierhilfe. Oh, ich schwitze mir die Seele aus, ne? Sorry, Leute. Watte, aber die hat Robert auch bestellt. Da hat Robert auch einen Monat gewartet. Also das wird dann erst nächsten Monat kommen. Die kommt irgendwie, glaube ich, aus China oder so. Aber habe ich bei Amazon bestellt. Ja, jedenfalls, sobald das nächste Zeug dann eintrudelt, mache ich da auch wieder ein Video von. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi. Ich muss jetzt mit links machen. Ja, geht nicht anders, weil... Ja, bin ich hier Tyrannosaurus Rex. Aber ja. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video, sobald ich wieder was Vernünftiges machen kann. Ahoi, sagt euer Odin.